Servus, liebe Fußballfreunde, willkommen zurück zu den Melbourne-Wochen. Ja, das Pokalspiel, das Viertelfinalspiel gegen Melbourne Victory steht an, nachdem wir gerade das Testspiel gegen Melbourne 2:1 gewonnen haben. Und genau, ich habe mir das jetzt schon mal ein bisschen angeschaut, wie das in der Analyse aussieht. Wir gehen mal hier kurz auf die Analyse. Wirklich nur ganz kurz, um euch das mal zu zeigen. Individuelle Spielanalyse gegen Melbourne Victory. So, und zwar, wie sah das Ganze jetzt eigentlich aus? Ich wollte euch mal den Ballbesitz zeigen, den wir hatten. Die Heatmap, das Ganze sah so aus, also auf den Flügeln hatten wir doch recht ordentlich Ballbesitz, also über Ohr, der hier links spielt, und über Miller, der hier rechts spielt, sowohl hier im defensiven Mittelfeld an sich. Die Durchschnittsposition, und da sieht man jetzt eigentlich ganz gut umgesetzt, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe und auch umgesetzt wurde. Und zwar unsere Durchschnittsposition ohne Ball. Eng, sehr kompakt, so um die Höhe der Mittellinie rum. Sobald wir den Ball haben, wird es breiter. Die Außenverteidiger rücken weiter vor. Und was man auch sehr schön sieht, ist, wenn man Position gesamt macht. Ich habe ja da die Außenverteidiger weiter vorgezogen. Das sieht man auch hier wunderbar. Vorher war nicht so auf einer Linie. Und jetzt im nächsten Moment sind sie dann, also in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen deutlich offensiver gewesen. Gut, ich glaube, ich tendiere trotzdem lieber dazu, das auf einer Linie zu haben, was einfach kompakter ist. Und wenn wir den Ball haben, glaube ich, tendiere ich auch dazu, dass wir doch ein bisschen enger stehen. Das probiere ich jetzt mal aus. Und auch Russ McCormack hätte ich gern noch ein bisschen offensiver. Das heißt, wir gehen nochmal weg von der falschen 9 und setzen ihn mal als Stoßstürmer ein. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Angekommene Pässe, vor allem viel horizontal eher. Passkombinationen. Da sehen wir vor allen Dingen Melling Miller, also auf rechts außen. Barry Miller, auch rechts außen. O'Neill Melling im zentralen Mittelfeld. Ja, also das passt schon soweit ganz gut. Und ja, aber hier sieht man jetzt also, wie gesagt, schön, wie wir die Position eigentlich eingehalten haben. Das Ganze werde ich jetzt ein bisschen modifizieren im Pokalspiel. Ich werde das Ganze ein bisschen mutiger angehen, halt auf ausgewogen, und McCormack als Stoßstürmer. So. Des Weiteren kehrt Pip Kennedy ins Tor zurück als Nummer 1. Und für Golic lasse ich Clisby verteidigen. So, also zwei personelle Änderungen jetzt im Wesentlichen. Alles andere werde ich so belassen. Angriffsbreite hatte ich eigentlich sogar auf eng gestellt, wie ich es gerade sehe. Aber prinzipiell, wir lassen es jetzt mal so, die Angriffsbreite. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel ändern. Also Grundausrichtung haben wir jetzt geändert auf ausgewogen. Genau, Grundausrichtung. Ich notiere es mir nur mal selber, was ich geändert habe. Blick gerade Flanken früh schlagen. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel ändern, weil es eigentlich so ja eigentlich ganz gut funktioniert hat. Genau, das Pressing werden wir vielleicht von Beginn ein bisschen höher machen.
Und die Pressinglinie offensiver. Genau. So, die Rollen werde ich jetzt auch erstmal nicht ändern, außer McCormack als Stoßstürmer. Und mehr Pressing. Genau, also haben wir jetzt geändert. Die Grundausrichtung haben wir jetzt auf ausgewogen gesetzt, dass wir hoffentlich das Spiel ein bisschen mehr in die gegnerische Hälfte verlagern können. McCormack als feste Anspielstation im Sturm. Das heißt, der muss sich nicht am Spielaufbau beteiligen. Müssen wir mal schauen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass hier eine etwas größere Lücke herrscht. Müssen wir mal sehen, wie sich das darstellt. Und dass wir ein bisschen mehr pressen. Also das alles sollte dazu führen, dass wir eigentlich ein bisschen mehr vom Spiel haben, auch in der Offensive. Gut, dann geben wir das Briefing an den Co. Und dann kann es auch gleich losgehen. Gut, die Ersatzbank müssen wir uns vielleicht nochmal anschauen, weil wir können jetzt ja nicht so viele Spieler mitnehmen gleich. Scouting Meeting. Okay. Fitness-Test, alles okay. Spielvorschau und ab dafür. So, genau, jetzt muss man nämlich nochmal kurz schauen, wen wir hier eigentlich mitnehmen können. Gamero nehmen wir als erste Option für den Sturm. Auf jeden Fall mit. Golek brauchen wir als Verteidiger. Von Payne für links. McDonald ist ein Stürmer. Den brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen. Pool, Chabot als offensive Variante. McClinchy nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Der ist eh noch ein bisschen angeschlagen. McGing. Werden wir aber nicht brauchen, weil Barry das schon rocken wird auf der rechten Seite. Gut, dann gehen wir zum Spiel. Ein Spieler braucht noch eine Rücknummer. Chabot braucht noch eine Rücknummer. Dem geben wir die 19. So. Also auf zum Pokalknaller gegen Melbourne. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Wir wollen ins Halbfinale. So, noch einmal kurz die Namen einblenden und dann kann es auch losgehen. Also mit minimalen Änderungen. Wir sehen jetzt schon, dass Cormack sich eher auf Höhe der gegnerischen Innenverteidiger aufhalten wird, also sich nicht mehr so tief zurückfallen lässt. Dadurch ist die Lücke natürlich hier unheimlich groß. Das werden wir vielleicht dann nochmal ein bisschen ändern, aber wir belassen es erstmal für den Moment. So. Victory. Melbourne Victory wird gleich ernst machen. Geht natürlich in die Offensive. So, Kennedy mit dem weiten Abschlag. Habe ich das eingestellt? Eigentlich nicht, aber McCormack. Direkt mit der ersten Gelegenheit. Ah, das muss ich umstellen. McCormack als Eckengeber. Uiuiui. McCormack als Eckenschütze macht jetzt vielleicht nicht allzu viel Sinn. Das muss ich mal noch ändern. So, also ähnliches Bild wie im letzten Spiel, nur dass wir ein bisschen weniger Ballbesitz haben. Aber seltsamerweise mehr Torschüsse. So, mal schauen, wie sich das jetzt gerade darstellt. Genau, also McCormack positioniert sich jetzt deutlich weiter vorn.
Boah, hätte ich gern ein bisschen offensiver. Mal schauen, wenn wir Box-to-Box einstellen. Nee, ich mache die beiden einfach ein bisschen offensiver. Und mal schauen, wie sich das dann, ob wir da die Lücken ein bisschen schließen können zwischen Sturm und Mittelfeld. Aktuell passiert sehr wenig auf dem Feld. Habe ich gerade gesehen oder bin gerade drauf gekommen, dass ich die gegnerischen Anweisungen ja gar nicht reingenommen habe. Also die Außen presse ich grundsätzlich, damit eben die Flanken nicht reinbringen können. Aber auch erst ein Schuss aufs Tor, das ist von Melbourne. Ansonsten ist noch nicht allzu viel passiert. Leidenschaftlich sagen wir mal, schießt das eine Tor und holt euch den Sieg. Das wäre für mich persönlich jetzt schon eine Überraschung, wenn wir hier ins Halbfinale einziehen können. So. Also natürlich ist hier die Lücke zu groß. Die machen es natürlich besser, indem sie die Flügel deutlich offensiver haben. Jetzt probieren wir mal O'Neill als Box-to-Box. Einfach mit den Rollen ein bisschen rumspielen und mal schauen, wie sich das halt auf die Formation auswirkt. Gut. Sonst ändere ich erstmal nichts. Also defensiv stehen wir halt gut, aber offensiv ist halt natürlich noch zu wenig. Und wir haben offensiv jetzt auch nicht wirklich irgendwas trainiert, aber Barry hat im ersten Spiel funktioniert. Flanke. Ah, diesmal kommt sie leider nicht an. Boah, McCormick. Versucht es. Überlege gerade, dass es natürlich sinnvoll wäre, McCormick vielleicht doch als pressenden Stürmer einzusetzen. Das heißt, wenn dass er den Ball vorne dann festmacht, bis der Rest nachgerückt ist. Aber McCormick. Und es ist drin. Kaum wollte ich ihm die Rolle abspenstig machen. In der Rolle des Stoßstürmers trifft McCormick. Schön eingeleitet von Miller, McCormick. Zum ersten, zum zweiten. Und wir führen wieder einmal gegen Melbourne Victory. Also McCormick war wohl der Schlüsselspieler sein und auch Miller, also sau stark. Ich weiß nicht, warum die in der Realität momentan nichts reißen. Ich muss mal schauen, mit welcher Aufstellung die da eigentlich derzeit spielen. Wäre mal ganz interessant zu vergleichen. So, also wir haben nur 36% Ballbesitz, aber völlig egal. Ich hätte ehrlich gedacht nicht gedacht, dass wir Melbourne Victory derart kontrollieren können, aber auch die Quote war relativ ausgeglichen. Also ich glaube so 2,5 für Melbourne, 2,6 für uns. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal wechseln müssen. Wir sollten jetzt vielleicht nicht jetzt schon das zweite Spiel alle durchspielen lassen.
Pierre, wen können wir denn da? Ah, da haben wir jetzt keinen. Wer hat denn jetzt nicht so gut gespielt? Payne können wir mal rein. Aber eher als unterstützend. Unterstützend. Wir werden uns jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zurückziehen. So. Und ja, so. Das ist okay, denke ich. Gamero. Ja, aber McCormick will ich jetzt eigentlich nicht rausnehmen. Crispy spielt auch zu gut. So, lassen wir den Rest. Also noch eine Viertelstunde und wir sind tatsächlich im Halbfinale des FFA Cups. Und haben jetzt dann schon früh die Chance tatsächlich auf den Titel. Aber erstmal das Spiel jetzt hinter uns bringen. Aber es passiert sehr, sehr wenig. Also ich glaube, so ein Spiel mit so wenig Highlights hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Ist jetzt zum Zuschauen nicht wirklich spannend, aber Melbourne schafft es nicht, sich eine klare Torschance herauszuspielen. Das halten wir auch mal fest. Also ich denke, die Defensive ist stabil und damit haben wir das Ding gewonnen. Wir sind im Halbfinale. Eine einzige Chance hat ausgereicht, um das Ding nach Hause zu fahren. Und Sydney hat gewonnen. Im Parallelspiel gegen die Newcastle United Jets. Also die sind da sicherlich Titelfavorit. Ja, die sind auch Titelverteidiger. So, mal schauen, was der Vorstand sagt zu dem Spiel. 55% enttäuscht, kaum Ballbesitz behaupten zu können. Enttäuscht mit diesem alles andere als unterhaltsamen Fußball. Ja, das kommt ja noch. Die Null steht, das wollte ich. Wir haben alles gewonnen bisher. Alle Pokalspiele, alle Testspiele. Und haben jetzt noch 25 Tage, also 3,5 Wochen Zeit bis Saisonstart, die ich jetzt mit Testspielen noch überbrücken werde. Vertrauen des Vorstands 75%. Schauen wir noch drin ist. Brisbane Roar wäre noch drin. FC Perth Glory gegen Western Sydney Wanderers. Sehr schön, sehr schön. So, hier können wir nochmal kurz in die Taktik schauen. Die Analyse. Also hier sehen wir auch schon, wie sich die Verbindung erstellt hat auf der linken Außenbahn. Also was die Eingespieltheit angeht, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. So, also wenn man sich das letzte Spiel anschaut. Direkt im Vergleich, was die Positionen angeht. Machen wir jetzt einfach mal Positionen gesamt über das ganze Spiel. Und schauen uns das nächste Spiel an. Werden wir schon sehen, dass McCormick jetzt wahrscheinlich deutlich weiter vorne agiert hat. Also nicht mehr am Mittelkreis sozusagen. Genau. Ja doch, der eher schon am Mittelkreis, aber der Rest defensiver. Interessanterweise. Ja, also. Okay. Also das ist natürlich die kompaktere Variante mit der falschen 9 gewesen. Und das mit dem Stoßstürmer, der vorne wartet, aber da ist der Abstand natürlich wirklich zu groß. Wie sieht das jetzt mit Ball aus? Zweite Hälfte zum Beispiel. Connor Payne, den wir dann eingewechselt haben.
Schauen wir mal, wie da der Vergleich aussieht. Ja, also das ist schon das kompaktere Spielsystem. Also mit der falschen 9. Das sieht besser aus als mit Stoßstürmer. Muss man jetzt mal so sagen. Da ist der Abstand einfach zu groß. Also es wird funktionieren, wenn ich die Flügel offensiver einstelle. Aber sonst ist der total verlorenen Posten da vorne. Gut, also wir müssen noch ein bisschen rumexperimentieren, auch wenn es so erstmal ganz gut aussieht. Aber offensiv und ja, von der Qualität des Spiels her ist da natürlich noch Luft nach oben, aber denke, das werden wir hinkriegen. Wir sind auf jeden Fall im Halbfinale. Noch viel zu tun, um das Spiel ein bisschen ansehnlicher zu machen, aber effektiv und erfolgreich ist es auf jeden Fall schon mal und bin auch sehr gespannt, wie es dann in der Liga losgeht. Werde jetzt noch ein paar Testspiele machen und schauen, wie ich die Taktik noch anpassen kann und dann sehen wir uns, denke ich, zum Auftakt der Liga wieder. Bis dahin sage ich Servus und bis bald.